Moin, hallo. Ja, wir werden uns heute unseren Private Key erwürfeln und werden es anhand der Shift-Krypto-Anleitung machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Bitbox 02 Bitcoin-Only-Version. Mit der anderen geht es nicht, zwinker, zwinker. Wichtig ist erstmal, dass wir die Sachen haben, die ich jetzt auch gerade schon anliegen habe. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Würfel in Casino-Qualität. Schön ist es, wenn wir fünf Stück haben. Ich habe jetzt nur vier, aber selbst wenn ihr nur einen habt, das würde auch schon reichen. Dann ist es nur ein bisschen aufwendiger durchs Würfeln. Dann brauchen wir eine Münze oder man könnte auch noch einen weiteren Würfel nehmen. Einen Stift brauchen wir, ein Blatt Papier, wenn ihr weniger als fünf Würfel habt, nur so wie ich jetzt halt entsprechend. Dann haben wir ja einmal die Backup-Card. Die kann man sich bei Shift Crypto ausdrucken. Hier oben werden nachher die Wörter einfach eingetragen. Ist natürlich nur übergangsweise klar, aber einfach damit man das irgendwo runterschreiben kann. Dann brauchen wir natürlich noch diese Lookup-Tables. Sieht man oben schon mal. Erster Wurf, eine 1, 2, 3, 4. Ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Genau, wie gesagt, Bitbox 02 ist auf jeden Fall Voraussetzung. Ja, zur Vorgehensweise, wir werden jetzt im Prinzip immer nur würfeln. Und ich zeige mal ganz kurz, ich nehme es einfach mal hier so. Gewürfelt. Eine 4 habe ich jetzt hier. Alle Zahlen von 1 bis 4 funktionieren. Alles darüber hinaus muss nochmal gewürfelt werden. So, dann nehme ich jetzt einfach mal. Ja, eine 3. Und wichtig ist jetzt, es werden im Prinzip alle Würfel so hintereinander angeordnet, wie sie gefallen sind. Ich hoffe, dass die jetzt die anderen beiden. Na, hier vorne ist noch eine 6. Also ich muss nochmal würfeln. Die 4 kommt jetzt an die dritte Stelle. Eine 5. 5, anlaufen, 4, ne? So, jetzt habe ich 4 Stück erstmal. Wie gesagt, wir bräuchten normalerweise 5. Jetzt habe ich hier die Anordnung 4, 3, 4, 4, weil ich jetzt noch einen fünften Würfel bräuchte normalerweise, um das in einem Zug durchzumachen, werde ich jetzt mit dem nochmal würfeln und mir diese 4 jetzt auf den Zettel schreiben. Die Vorgehen, so, ist natürlich auch keine Eigenwerbung, ne? Also alles gut. 6, wieder eine 6, läuft aber eine 1. Sehr gut. So, das heißt, wir haben jetzt im Prinzip die Reihenfolge 4, 3, 4, 4, 1. Wichtig, jetzt haben wir noch eine Münze. Jetzt müssen wir jedes Mal eine Münze werfen. Ich sage jetzt einfach mal gut, die wäre jetzt auf Zahl gelandet. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ich denke schon. Und dann nehmen wir uns auch schon unsere Lookup-Tables zur Hand, denn diese wären jetzt dafür notwendig. Wir haben ja gerade eben schon mal gesagt, okay, erster Wurf ist eine 1, 2, 3, 4. Der erste war jetzt natürlich eine 4, weil wir haben die ja jetzt im Prinzip so angeordnet. Bedeutet, ich müsste mir jetzt hier erstmal die 4 anschauen. Dann haben wir eine 3 gewürfelt, das heißt, ich müsste hier runterwandern. 3. Dann war der dritte Wurf eine 4, müsste weiter runterwandern. Hier. Dann hatten wir wieder eine 4. Das ist die im Prinzip, die ich auf den Zettel geschrieben habe. Und dann haben wir zum Schluss eine 1 geworfen. Das heißt, es wäre jetzt hier in der ersten Zeile. Also erste Zeile hier oben. Da sehe ich im Prinzip immer den fünften Wurf. Und zusätzlich kommt dann noch die Münze ins Spiel. Wenn man hier oben sieht, Kopf und Zahl. Und weil wir jetzt gerade eine Zahl hatten, müsste ich dann entsprechend die hinterste Zeile nehmen. Bedeutet, ich würde auf das Wort Upset kommen. Das Wort trage ich jetzt im Prinzip oben in den Recovery Words ein. Dann machen wir noch einmal kurz weiter. So, jetzt schauen wir hier Upset hin. Wichtig, vor allen Dingen, hier habe ich jetzt eine Zahl draufgeschrieben. Ebenso wie mit dem Finger hier drauf rumwühlen. Ich würde, wenn man richtig paranoid ist, würde ich sagen, verbrennt diese Blätter, verbrennt dieses Blatt. Denn selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur mit dem Finger hier drauf rumgehe und man würde das eigentlich mal nachher also man kann die Fingerabdrücke ja nachher wieder nachweisen. Darum, ich würde die eventuell mit verbrennen, einfach nur mal sicher, ne? Besser Vorsicht als Nachsicht bei diesen Sachen. Jo, machen wir einfach die nächste Runde. Ich versuche das jetzt mal so zu würfeln, dass wir möglichst viele. Okay, alle nicht. Im Prinzip die Vorgehensweise, wie die fallen. Ja, gut, ja, perfekt. Also von meiner Sicht aus ist dieser Würfel jetzt als erstes. Würde jetzt bei denen, wäre es jetzt komplett egal, ne? Der wäre als zweites. Dann würde ich überlegen, okay, das wäre jetzt mein dritter.
Und das wäre jetzt der vierte. Im Prinzip, je nachdem wie die fallen. Ich mache das mal so aus der Kameraperspektive. Wenn ich jetzt, wenn die Würfel jetzt, ich mache das mal eine andere Anordnung, sagen wir mal so. So. Dann würde man ja von links oder von oben nach unten lesen. Ich würde mir jetzt im Prinzip würde immer das Gleiche machen. Ich würde jetzt sagen, okay, der wäre jetzt möglichst weit links, der liegt linker als der, als die drei, das heißt als erstes, den als zweites, den als drittes und diesen als viertes nehmen. Ja. Eins aufschreiben, nochmal würfeln, zwei. Ja. Das heißt hier einzeln, hier kann ich durchstreichen. Und jetzt würde ich im Prinzip wieder das Gleiche machen, Münze noch einmal werfen. So, ist jetzt Zahl. Erster ist schon wieder eine 4. So, dann haben wir jetzt die 4, 3, 4, 3, die Nummer 2 sind wir hier. Und dann hatte ich gerade aufgeschrieben die 1, das heißt hier. Und jetzt die Zeile wäre diesmal eine 2, das heißt wir gehen hier hin. Und wir haben gerade die Zahl geworfen, das heißt ich gehe da hin. Tong. Das wäre jetzt im Prinzip das nächste Wort, was wir als Vokabelwort benutzen. Ja, das machen wir jetzt im Prinzip so lange, bis wir 23 Wörter haben. Das 24. Wort ist an sich eine Prüfsumme, die die Bitbox entsprechend ja, euch zur Auswahl stellt. Das sind dann 8 Wörter und dann wählt ihr einfach eins davon aus. Ich würde allerdings, würde ich das auch so machen, wie jetzt mit dem hier, sagt einfach, wenn das 8 Wörter sind, entweder würfelt ihr einfach alle Würfel nochmal oder ihr würfelt mit einem Würfel ein paar Mal. Und dann die Summe davon, dann macht ihr da irgendeine komische Rechnung, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, ihr wählt das zufällig aus. Ja, ihr könnt natürlich auch ein Wort aussuchen, aber sinnvoller wäre es natürlich schon, wenn das halt zufällig passiert. Von daher würde ich das auch mal komplett so durchziehen. Jo, wenn ihr das gemacht habt in der Bitbox, das eingestellt habt, also ihr werdet in der Bitbox dann im Prinzip, wenn ihr die noch nicht eingerichtet habt, werdet ihr einfach einen Key importieren. Wenn ihr die schon eingerichtet habt, sichert auf jeden Fall eure alte Wallet und dann werdet ihr die zurücksetzen, die Bitbox, und dann den Key im Prinzip importieren und prüft auf jeden Fall auch. Das steht auch in der Anleitung. Philipp, wann ist denn? Genau, hier sehr schön. Ist eigentlich ist relativ einfach die Anleitung, nur am Anfang ist es verwirrend vielleicht mit dem, wie legt man die Würfel richtig hin. Genau, 23 Wörter hast du im Prinzip denn erwürfelt. Das 24. wird dir dann vorgegeben, mehr oder weniger. Eins von diesen 8 kannst du dir das dann aussuchen. Musst du bestätigen, dann wird Bitbox auch sagen, dass die Wörter funktionieren. Und dann würde ich allerdings trotzdem nochmal das Wallet Backup prüfen, und zwar mit der Bitbox App. Und wenn ihr das gemacht habt, würde ich das nochmal löschen auf der Bitbox. Würde es dann nochmal alles eintippen, weil dann könnt ihr sicher gehen, dass wirklich alles gut funktioniert hat. Dann könnt ihr entsprechend die Recovery Words, die ihr hier auf dem Zettel habt, auf ein Steelplate oder ähnliches einstanzen. Ja, macht vielleicht noch eine 25. Wort, sucht euch eine schöne Passphrase aus und dann seid ihr ziemlich sicher. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Temper-Bags kaufen und dann entsprechend das mit reinpacken. Aber macht auf jeden Fall mehrere Sicherheitskopien, nicht dass ihr irgendwie schlecht nachher dasteht und nicht mal an eure Fans drankommt. Jo, vielen lieben Dank. Wenn noch irgendwas ist, schreibt gerne unten drunter und jo, bis dann. Tschüss.